Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tokyo Mirage Sessions Hashtag FI. Warum musste das jetzt gerade passieren? Ich habe auch keine Ahnung. Aber viel wichtiger ist, sie hat schon wieder ein Gerücht gehört und das kann ja gar nicht sein, weil, keine Ahnung, wir so voll toll sind. Eine Komödie. Aha. Ja, das ist schon sehr merkwürdig. Daito Dedevi Station. Das passt zumindest mit dem Ort, wo wir hingehen sollen. Allerdings, wie ich ja schon sagte, werden wir jetzt erstmal so ein bisschen hin und her springen. Und vor allen Dingen auch die alten Gebiete erkunden. Deswegen gehen wir jetzt auch erstmal hier rein. Was man vielleicht auch als langweilig bezeichnen könnte, dass man Dungeons ein zweites Mal durchlaufen kann. Ich wollte jetzt sagen muss, aber prinzipiell ist das, was ich hier gerade mache, komplett frei. Ich müsste nicht hier sein. Ich gucke zwar gerade, wo ich hin muss. Irgendwo nach da. Das heißt, ich muss einmal komplett rum. Das heißt, wir... Ne, das sind zwei Türen. Naja, wir werden jetzt einmal diesen gesamten Dungeon nochmal durchlaufen. Ich muss glücklicherweise nicht gegen diese ganzen Mirages hier kämpfen. Könnte ich zwar tun, aber... Naja... Ich sag mal so, diese hier bringen mir ja gar nichts mehr. Die geben mir kaum Geld, die geben mir keine Erfahrungspunkte. Also keine wertvollen Erfahrungspunkte. Wäre also eine theoretische, reine, komplette Zeitverschwendung für uns. Wir wollen ja nicht hier komplett... Was, bin ich jetzt auf genug Aufzug gefahren oder was? Merkwürdig. Ich lasse das so stehen. Ich verstehe halt nur nicht, wofür die jetzt war. Ja. Vielleicht hingucken und nicht nur auf die Karte gucken, ist vielleicht auch mal ganz schön. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jedenfalls die Bitte von der Hero-Dame erfüllt hatte, deswegen habe ich sie jetzt wieder ignoriert. Das sieht immer so aus, als wäre hier... Ich weiß nicht, das sieht jedes Mal so aus, als wäre da einfach was. Das hätte ich aber bei jeder dieser Plattformen. Ich gucke immer auf den Boden davon und denke mir, da glitzert was. Natürlich glitzert da was, da fliegt Glitzer förmlich durch, aber das hilft mir halt nicht. Da ist auch nichts, was ich aufsammeln dürfte, deswegen, naja. Ja, ich kriege dich. Nein, kriegst du nicht. Okay. Ja. Was soll ich sagen? Tun sie nicht, kriegen sie nicht, fertig. Diese Wände können wir ab sofort zerstören. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine aber, sobald man an so einer Barriere vorbeiläuft, sind die Gegner auch stärker. Aber da könnte ich jetzt auch aus dem Arsch rausreden. Nein, das sind Level 50 Gegner. Also ja, sobald ich einmal an so etwas vorbeigehe, haben wir direkt stärkere Gegner. Ja, das ist sehr praktisch. Tja, volle Kanne erwischt. Ich muss zwar noch die ganzen Schwächen hier wieder weiterlernen, aber naja. Ich hoffe ja insgeheim auch drauf, dass ich dann zumindest Stufe 5 Sterne von denen kriege, aber das kann ich halt wieder nicht erzwingen. Oh, Megiddo, das ist mies. Zwar nicht mies auf dem Level, dass ich dadurch sterben werde, aber mies, dass die Megiddo einsetzt hier. Ich müsste die da platt kriegen. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ich meine, jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Level 50 Gegner, die tun halt... Ah, sie blockt Feuer. Das erklärt einiges. Sie blocken Feuer. Und Eis nullen sie auch. Ja, ich könnte es mit Megiddo machen. Wenn das was hilft, weiß ich nicht. Und natürlich Nosferatu. Okay. Oder eben per Deep Chill. So, diese ganzen Chancen abwägen. Aber dieses, ja, so wird's auch gehen.
ist halt mal wieder sehr witzig, wenn man hier sitzt und sich überlegt, wie kann ich diese Gegner hier möglichst gut vernichten. Wie, die eine ist auch gestorben? Ach so, an dem allgemein so. Ja, alles klar, alles cool. Ja, ich wunderte mich, aber ja, ist okay, erklärt alles. Ah, 5 Sterne Prestige, sehr schön. Also ja, ab hier lohnen sich die Kämpfe dann für uns wieder. Allerdings muss ich halt gucken, dass ich dabei nicht unbedingt drauf gehe. Das ist halt auch so eine Sache. Aber zumindest einmal 5 Sterne Prestige. Und ja, ihr seht, ich habe die Waffen gemeistert. Sehr oft habe ich diese Waffen gemeistert, weil ich sehr oft halt in der Arena war. Problem bei dem Ganzen ist halt, ging halt dann trotzdem irgendwann nicht mehr weiter. Ich habe sie gelernt. Das ist wahr, aber es ging halt irgendwann auch nicht mehr weiter. Anyway. Warum macht man all das hier? Naja, man macht all das hier, um an diese Schatztruhe zu kommen. Detritus. Naja. Ich habe nicht gesagt, dass jede Schatztruhe gut ist. Ich habe nur gesagt, dass es Schatztruhen gibt auf dem Weg. Das ist halt in jedem Dungeon so. Es sind nur 4 Dungeons insgesamt. Oder 5 mit Prolog war es ja dann. Also, es ist nicht wirklich schlimm. Das Problem ist, dass nur Toma reagiert und Toma mit einem Flamestrike kommt. Dann halt anders. Ich glaube, den haben wir noch nicht gesehen, also zeigen wir ihn mal. Das Schöne daran ist halt tatsächlich dieses, dass er sofort im Kontermodus drin ist. Das ist sehr, sehr praktisch. Abgesehen davon ändert es nicht viel eigentlich, aber ist ganz nett. So, und ich glaube, wenn alles gut läuft, springen wir genau und dann sind die Schwächen wieder uninteressant, weil es ein Overkill ist. Und dann geht es wenigstens ein bisschen weiter. Ist ein echt blöder Gegner für mein Team, so. So wie es ist, ist es echt ein blödes Team. Ich meine, zur Not, ich überlebe einen Angriff von denen, so ist ja nicht, aber es ist halt unpraktisch, dass ich genau einen Gegner rausgesucht habe, der das instant blockt und fertig ist die Kiste. Also resistent gegen. Meine Herren. Es ist nur gut, dass ich einen Megiddo überlebe, damit weiß ich halt, pff, ja gut, das Viech kommt dran, aber ich überlebe, passt schon. Jetzt kommt trotzdem die Silent Session. Es wäre natürlich schön, wenn ich jetzt öfter mal lesen würde, dass ich 5 Sterne Prestige bei meinen ganzen Erkundungsteilen hier kriegen würde. Weil je mehr 5 Sterne Prestige, desto mehr 5 Sterne Waffen, wenn man so will. Desto mehr Radiant Unities, die ich vollführen könnte. Mehr Techniken sind immer gut. Aber was nicht ist, ist nicht halt, ne? Das ist halt leider so. Und ja, laut Karte ist hier noch ein Punkt. Und das Schöne ist, während ich das mache, kann ich nochmal genau drauf achten. Ich teste jetzt übrigens mal, ob das tatsächlich normale Gegner waren oder dann alles ersetzt so durch Level 50 Gegner. Aber nein, das sind Level 3 Gegner. Was wollte ich sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Man kann nochmal gucken, ob man dann in den ganzen Dungeons... Boah, 3000 Löwenrad. Wenn ich so viel Schaden mal bei den normalen machen würde. Man kann den Dungeon erkunden, ob man auch tatsächlich jeden Schatz eingesackt hat. Denn das ist prinzipiell auch nochmal relativ wichtig. Ihr habt gesehen, wir können Meistersiegel in den Dungeons finden. Oder... Theoretisch könnte ich hier auch einen Meistersiegel finden. Ich kenne die Schatztruhen nicht, aber der Punkt ist ja, das sind Schätze in Level 50 Gebieten in dem Sinne. Und da könnten halt die ein oder anderen Schätze tatsächlich auch mal einen Meistersiegel beinhalten. Was ich eigentlich sagen wollte, ist aber der Punkt,
Man könnte da drin auch Performer finden. Das haben wir ja auch schon gesehen. Und Performer würde halt dafür sorgen, dass wir irgendwelche spezielleren Techniken freischalten, was auch nochmal verdammt gut ist. Oh, der ist schnell. Ich wollte mich eigentlich umgedreht haben und schlagen, aber ist egal. Der war zu flink für mich. Bringt denen nichts, aber naja. Sie haben mich halt eiskalt erwischt, was soll ich sagen. Einer der Skills, die ich gerne hätte, wäre halt, dass die Session unbegrenzt weiterspringt. Ich wollte jetzt fast sagen, unbegrenzt weitergeht, aber nein, dass sie einfach nur unbegrenzt weiterspringt. Also, habe ich einen Gegner umgenietet, ist das sehr schön. Habe ich noch einen umgenietet, das ist auch wunderbar, aber dann hört sie auf. Es passiert nicht unbedingt oft, dass ich direkt in einem neuen Dungeon mehr als einen Gegner mit einer Session platt kriege. Das ist auch nochmal ganz klar. Das ist ein klarer Fall, passiert selten, weil da müsste ich schon sehr stark sein. Aber wenn es denn mal passiert, ist es immer relativ ärgerlich, dass es nicht einfach weitergeht. Okay. Ja, ihr seht aber auch, ich glaube, das war auch der Effekt, dass man hier dann diese roten Seelen aufsteigen sieht. Die markieren eben das Level 50 Ding. Ist ein kleiner Effekt, nur um zu zeigen, ja, hier ist ziemlich böse, pass auf, was du machst und so. Weil, seien wir mal ehrlich, prinzipiell sehe ich das sonst an nichts anderem mehr. Sobald ich diese Teile hier aufgeschlagen habe, ist auf der Karte da einfach ein Loch. Ja, toll. Und jetzt? Ne, versteht ihr, was ich meine? Denkt mal schon. Und ja, dass Tsubasa daneben geschossen hat, ist natürlich jetzt sehr blöde. Aber Adlim Performance ist immer schön anzusehen. Auf jeden Fall. Ich bin immer ein Freund davon. Je mehr, desto besser. Ich meine, er schießt ja nicht nur Sachen da rein, sondern er schießt tatsächlich Schwerter. Zwar nicht aus seinem Maul, sondern die kommen dann tatsächlich von oben wieder, aber trotzdem ist es faszinierend anzusehen. Und weiter geht die Session, weil Thomas Schwäche umgangen wurde. Sehr schön. Ich glaube, ich habe trotzdem bisher nur einmal Stufe 5 Performer gekriegt, aber also 5 Sterne Performer. Aber ist egal. Ich beschwere mich geistig. Ich beschwere mich geistig sehr laut und ich beschwere mich halt tatsächlich. So, verdammte Scheiße, ich will diese Performer haben, ich brauche mehr Waffen. Naja, geheilt sind, bin ich immer noch sehr gut. Und das alles für einen Schatz, der da hinten rumliegt. Sind das drei verschlossene Schätze? Das könnte jetzt ein bisschen doof werden. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Schatztruhenschlüssel ich habe. Das könnte echt blöde werden. Das ist auch blöde. Das sind viel zu viele Gegner, die keine Schwäche haben. Also alles elementarisch wird da ausgeblendet. Das ist echt unpraktisch. Möchte ich nur mal gesagt haben. Der Cerberus ist kein Thema, aber alles andere... Ugh. Auch da wieder. Ja, genau. 5 Sterne Prestige wäre jetzt an dieser Stelle voll super, weil... In den nächsten Gebieten wird es zwangsweise nicht anders aussehen. Da hätte ich dann schon ganz gerne irgendwo irgendwas zum Überbrücken. Okay. Karma-Cut. Könnten wir auch mal ausprobieren. Habe ich auch noch nicht gezeigt. Karma-Cut. Fantastik. Bringt halt nur nicht um. Macht das Ganze ein bisschen weniger Fantastik. Sozusagen. Aber naja. Ja. Das ist in Ordnung. Kann wieder arbeiten. Eine Gegner stirbt nämlich dabei. Dadurch gilt es als Overkill. Damit geht die Session weiter. Hier ist man schon tatsächlich am Überlegen. Oder zumindest ich. Ich sitze hier und denke mir so, ja, wenn ich das mache, dann geht die Session so weiter. Und dann passt das irgendwie. Ist aber irgendwie auch doof. Und ugh. Läuft aber irgendwie.
Irgendwie geht immer alles weiter voran. Level 50 für Kiria. Wir sind also gut dabei. So, jetzt ist halt diese Frage, wie viel von den Sachen kann ich mir mitnehmen? Ich habe... Oh, ich habe genau 3. Puhu. Ein Meistersiegel, das ist schön. Das ist das nächste für Ellie. Dann hätte jeder wenigstens mal eine Transformation durch. Peddlers Ploy war ein gutes Accessoire. Ist, glaube ich, tatsächlich das, was Yashiro ausgerüstet hat. Und ein Chakra-Pot, der ganz nett ist. Und damit haben wir das illusionäre Daitama aufgemacht und haben sogar einen Schatz zurückgekriegt und haben... Da kam das, was ich gerade sagte. Ich mappe die Karte gerne aus. Und das war jetzt halt auch nochmal ein Achievement. Ja, so ein Chakra-Pot ist halt ganz nett, aber... Ach. Ich will mich jetzt nicht beschweren und tue es dabei halt trotzdem. Es ist halt... Ja, ist voll nett, aber... Nech. Brauche ich nicht. Also nicht so dringend. Sagen wir mal nicht so dringend. Brauchen ja, aber dringend nein. Das heißt, ich brauche mehr Schatztruhenschlüssel. Das wiederum heißt, ich müsste mal herausfinden, wo ich welche herkriege. Und das ist wieder so eine Sache. Das macht mich krank. Ich hoffe halt, es ist nicht überall so, weil so viele Schatztruhenschlüssel... Weiß ich nicht, wo ich die hernehmen sollte. Du kannst neue Carnages herstellen. Außerdem kannst du neue Radiant Skills herstellen. Ja. Wir machen erstmal eine neue Waffe für Itsuki, weil... Ich meine, guckt euch das an, es ist schon plus 5. Plus 5! Es wird langsam Zeit hier. Also, das Mercurius. Auch ein sehr schönes Schwert. Erinnert wieder an das Falchion unten am Griff. Und zack. Natürlich wollen wir es auch sofort ausrüsten. Weil es wird langsam echt Zeit. Es ist unfassbar, wie viel ich habe. Also wie viel Zeit ich investiert habe in diese ganzen alten Waffen und das langsam ist halt nicht mehr witzig. Trishula könnten wir herstellen. Warum nicht? Das ist ein interessantes Waffending. Ja, ich habe keine Ahnung, was es ist, außer es sieht aus wie eine Art Dreizack halt. Das ist mir egal, ich sag einfach, jo, sieht gut aus, passt, mache ich, nehme ich. Okay. Mit 2 neuen Carnages ausgerüstet. Puh. Ich bin schon mal froh drum, weil ein bisschen... glatt vergessen, Meistersiegel und so. Ich bin so ein Volldepp manchmal. Klasse Change. Naja, es ist tatsächlich nur noch Ellie gewesen, ne? Ja. Hier ist, glaube ich, tatsächlich der Assassine nicht ganz so schön, weil der Assassine hat halt nur mehr Gesundheit und mehr maximal EP. Mehr Defensive, mehr Geschwindigkeit, bisschen mehr Magie, aber weniger Angriff eben. Trotzdem finde ich halt meistens diese, man könnte sagen, die böse Variante besser, weil das hier sieht halt aus wie so ein... Weiß ich nicht. Wie so ein Taucher mit einem Propeller am Rücken. Ich finde das nicht schön. Ehrlich nicht. Ich finde das einfach nicht schön, das zu sein. Ja, ein Sniper wurde geboren. Es sieht
so scheiße aus. Es tut mir so leid, Mann. Er lernt die Massenzerstörung und kann den Doppelbogen-Partier und Bierfälle herstellen. Prinzipiell gesehen. Praktisch gesehen ist jetzt die Frage, ob er was machen darf. Er darf, das ist gut. Er kann den Doppelbogen herstellen. Doppelbogen. Kann ich auch mitarbeiten, weil... Ich weiß noch nicht, warum es ein Doppelbogen sein soll. Es ist nicht ein Doppelbogen. Es ist ein Bogen halt. Da ist nichts doppelt dran. Keine zwei Seen dran. Keine zwei Pfeile werden damit abgeschossen. Das ist einfach ein Bogen. Punkt. Ist aber egal. Ich rüste ihn aus und bin fertig damit. Weg. Ja, beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um die Quests, um hoffentlich ein paar Schatztruhenschlüssel abgreifen zu können. Weil wir noch ein paar Dungeons halt haben, die wir kartografieren müssen, wo wir Schatztruhen finden können. Und das geht halt nicht ohne Schatztruhenschlüssel teilweise. Nichtsdestotrotz, wie ihr sehen könnt, wow, ist eine zumindest echt groß. Nicht schlecht. Trophäen begutachten, ja, wir haben angefangen, 5% der Play Records haben wir. Wir haben Tokio uns komplett angeguckt. Und wir haben 50% aller Play Records im Spiel zumindest schon mal erreicht. Die Uhrzeit ist ziemlich falsch, die ist nicht umgestellt, aber Punkt ist, ihr seht, das dauert halt schon echt lange. Angefangen hier, wo ich das Projekt angefangen habe, Mörder Minai. Es tut mir so leid, Leute. Egal. Beim nächsten Mal gibt es mehr Quests. Bis zum nächsten Mal. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Outro. Wenn euch das Video gefallen hat, dann kommentiert oder lasst wenigstens ein Like da, denn das hilft wirklich sehr. Und wenn ihr möchtet, klickt direkt das nächste Video an. Der Channel ist voll davon. Bis zum nächsten Mal. Euer Kommi.